Moin Leute, Moin. herzlich willkommen auf unserem Kanal Mathe leicht gemacht. Im zweiten Video der Playlist Dreisatz schauen wir uns eine Aufgabe an. Hoffentlich habt ihr das erste Video der Playlist gesehen, da haben wir euch erzählt, wie das mit dem Dreisatz läuft. Es ist eine leichtere Aufgabe, seht ihr hier schon, 1 von 3 Sternen. Wir geben euch hier sogar schon bei dieser Aufgabe die Tabelle vor. In den nächsten Videos werdet ihr sehen, werden wir das nicht mehr machen. Es wird ein bisschen anspruchsvoller, damit ihr auch ein bisschen mehr drauf kriegt. Genau, hier habt ihr die Aufgabe, probiert das mal und pausiert. Ich möchte hier von 8 Euro auf 20 Euro kommen. Und das kann ich ja nicht einfach irgendwie mal 2 oder mal 3, komme ich ja gar nicht hin. Also muss ich irgendwie runterrechnen auf irgendeine kleine Zahl. Und die 1 ist immer gut. Man kann auch andere Zahlen machen, aber mit der 1 macht ihr nie was falsch. Also wollen wir wissen, wollen wir hier 1 Euro gerne stehen haben. Weil wenn ich hier 1 Euro stehen habe, ist das Ziel, dann muss ich nur noch mal 20 rechnen und dann bin ich bei 20 Euro. Also, wie komme ich auf 1 Euro? Ich muss geteilt durch 8 rechnen. Natürlich auf beiden Seiten. Wie gesagt, hier ist klar, dann steht hier 1 Euro. Aber wenn ich 4 Pizzen durch 8 teile, habe ich eine halbe Pizza oder 0,5. Und jetzt habe ich ja schon gesagt, wenn ich weiß, was 1 Euro ist sozusagen, jetzt muss ich das nur noch mal 20 rechnen, weil ich will ja auf 20 Euro kommen. Mache ich also mal 20 hier, bin ich bei 20 Euro. Und die halben Pizzen muss ich natürlich auch mal 20 rechnen und bin dann bei 10 Pizzen. So, dann gehen wir nochmal kurz die häufigsten Fehler durch. Ja, das ist wie im letzten Video, dass man nicht auf die 1 runterrechnet. Ihr seht, es war ein super Schritt, dass wir durch 8 beide Seiten geteilt haben. Dann waren wir hier bei der 1 und dann war nur noch die mal 20 dann auch wieder Hühnerspiel, ne? Ja, im nächsten Video kommt die nächste Aufgabe. Ihr seht, es wird ein Ticken schwieriger. Also bis gleich. Ciao. Ciao!